stelle euch das Buch Der Prinz und Bettelknabe vor. Der Autor heißt Mark Twain. Das Erscheinungsjahr, also die Originalausgabe, ist 1881 erschienen. Ins Deutsche übersetzt wurde es 1996. Die Altersempfehlung liegt bei 7 Jahren. Die Personen heißen Tom, Jack, Nan, Bett, Oma, Mutter, König und Prinz. Der Verlag heißt Arena. Der Preis liegt bei 15 Euro. Das Buch hat 21 Kapitel und umfasst 161 Seiten. Das Buch handelt von 2 Kindern, die gleich aussehen und am gleichen Tag geboren sind. Der Bettler lebt in einer recht schäbigen Gegend und wurde von seinem Vater immer geschlagen, weil der Vater wollte, dass der Bettler stiehlt. Und eines Tages schlenderte der Bettler durch die Stadt und traf zufällig auf den Prinzen im Palast. Sie bemerken, dass sie gleich sind und tauschen freiwillig die Kleider und unfreiwillig die Rollen. Und dann gibt es eine spannende Entwicklung. Ich lese euch jetzt Seite 17 bis 19 vor. Eines Morgens wachte Tom wie üblich hungrig und deprimiert auf und schlich sich traurig aus dem Haus, im Gedanken halb noch bei seinen glorreichen Träumen. Er streunte ziellos durch die Stadt und merkte kaum, was sich um ihn herum tat. Passanten, die er angerempelt hatte, fluchten ihm hinterher, aber Tom war völlig in Gedanken versunken und nahm nichts davon wahr. Schließlich fand er sich vor einem der Stadttore in einer sehr vornehmen Gegend an der Themse wieder. Hier wohnten die reichen Leute in hochherrschaftlichen, prächtigen Häusern mit ausgedehnten Gärten, die sich bis ans Ufer des Flusses erstreckten. Tom hatte sich in der Londoner Vorort Charing verlaufen. Staunend schlenderte er über eine hübsche Straße entlang und gelangte zum Kardinalspalast, der sich blendend weiß vor ihm erhob. Tom ging langsam weiter und erblickte wenig später vor sich noch ein viel prächtigeres, wahrhaft majestätisches Schloss, den Westminster-Palast. Mit großen Augen betrachtete Tom das riesige Gebäude mit seinen anbauten Türmen, die dem mächtigen Eingangstor, das von staatlich bewaffneten Wachleuten flankiert wurde, durch ein goldenes Gitter versperrt war, sollte sein größter Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Er befand sich zweifellos vor dem Palast des Königs. Durfte er hoffen, hier und jetzt einen Prinzen zu sehen, einen wirklichen Prinzen aus Fleisch und Blut? Tom starrte die beiden Wachen in ihren prächtigen Uniformen in respektvollem Abstand, warteten einige Leute vom Land und allerlei Volk neugierig darauf, dass sich vielleicht ein Mitglied der königlichen Familie blicken lassen würde. Der arme kleine Tom in seinen Lumpen näherte sich ängstlich und mit klopfendem Herzen den Wachen, als er plötzlich hinter den goldenen Gitterstäben ein Schauspiel sah, das ihn vor Freude innerlich jubeln ließ. Er erblickte einen zierlichen Knaben, dessen Gesicht vom Spiel im freien Braun gebrannt war. Der Knabe war ganz in Samt und Seide gekleidet und mit glitzernden Juwelen geschmückt. An der Seite trug er einen kleinen, mit Edelsteinen besetzten Degen,
Schwert. Seine Füße streckten in vornehmen Stiefeln mit roten Absätzen und auf dem Kopf trug er ein purpurrotes Barett, dessen Federn sich im Wind belauschten. Ganz in seiner Nähe standen ein paar prächtig gekleidete Herren, die bestimmt seine Diener waren. Ja, das musste ein Prinz sein, ein echter, wirklicher, leibhaftiger Prinz. Tom atmete schneller und seine Augen wurden vor Staunen und Ehrfurcht immer runder. Sein Entzücken war so groß, dass er alles um sich herum vergaß und nur noch einen Wunsch hatte, so nahe wie möglich an den Prinzen heranzukommen und ihn ausgiebig zu betrachten. Bevor er wusste, was er tat, hatte er ein Gesicht auch schon an die Gitterstäbe gepresst. In demselben Augenblick packte ihn einer der Wachen, er riss ihn unsanft zurück und schubste ihn unter das gaffende Volk. Mach das nicht nochmal, du Bettler, schrie ihn der Soldat an. Die Leute pfiffen und lachten und hatten sichtlich ihren Spaß an dem kleinen Zwischenfall. Der junge Prinz aber lief mit dem zornroten Gesicht aus und funkelnden Augen an das Tor und rief dem Soldaten ins Gesicht: Wie kannst du es wagen, den armen Kerl so grob zu behandeln? Er ist immerhin so arm, dass er auch sein mag. Ein Untertan meines Vaters, öffne das Tor und lass ihn herein. Ihr hättet sehen sollen, wie die Zaungäste nun ihre Hüte und Mützen von den Köpfen rissen. Der Prinz von Wales, er lebe hoch, jubelten sie begeistert und stießen immer neue Hochrufe aus. Die Soldaten präsentierten ihre Hellebarden, öffneten das schwere Tor und salutierten das kleine Bettelprinz erhobenen Hauptes an ihnen vorbeischritt, zerlumpt wie er war, an dem Prinzen die Hand hinstreckte. Edward Tudor begrüßte ihn mit den Worten: Du siehst aber gar nicht gut aus, mein Freund. Völlig abgemagert bist du. Man scheint dich schlecht behandelt zu haben. Na komm mit. Ein halbes Dutzend Diener sprang hinzu, wahrscheinlich um eine weitere Annäherung der beiden Knaben zu verhindern. Doch der Prinz scheuchte sie mit einer einzigen königlichen Geste zurück. Erwart nahm ihn mit in den Palast und führte ihn in ein elegant eingereichertes Zimmer. Meine Meinung ist, dass das Buch sehr spannend, unterhaltsam und lustig ist. Man kann es angenehm lesen und sich das Leben vorstellen, zum Beispiel wie ein Bett, wenn es wie ein Bettler ist. Und man kann nicht aufhören zu lesen. Die Bewertung ist Spannung 5 Sterne, Gesamt 5 Sterne, Idee 5 Sterne und Text 4 Sterne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.